Hey, Dejan. 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 Sollen wir wieder aufbrechen? Hey, Dejan. Hey, Dejan. Hey. Hey, Dejan. Hey, Dejan. Hey, Dejan. Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Moa. Ja, schlag mich jetzt nicht, aber ich habe keine Ahnung, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich glaube, wir haben den Runner erledigt, oder? Und wir haben diese eine Olle hier getroffen, die... Hier. Ja, Gwyneth. Und ja, die war da irgendwie so am Beten in so einer Kirche. Und ich bin zurück nach Arcadia gegangen, weil... Jeder Tag, an dem ich nicht tot oder im Institut bin, ist ein guter Tag. Hey, Dejan. Ja, deswegen. Ich hoffe, das, was ich vorbereitet habe, habe ich auch hier vorne dran gehängt. Also, das war nicht gut. Ja, der Fehler, dass ich jeden mit Hey, Dejan anrede, ist folgende. Keine Ahnung, wodurch der ausgelöst wird, aber... Nachdem ich die Mission von diesem Typen erledigt habe, also den Runner erledigt habe, soll ich mit ihm reden und dann soll der Bug weggehen. Oh, ist unter mir, okay. Und ja, dann können wir wieder weitermachen. Mein Gott, ist das dämlich. Hey, Dejan. Sag, dass du bist aber echt Dejan. Gute Neuigkeiten? Nein! Schreckliche! Wer hat mich erwischt? Ich bin tot! Und mein Geist wird dich heimsuchen. Hui, buh. Sei natürlich. Keine Sorge. Der Runner ist tot. Du bist sicher. Das sind ja mal gute Neuigkeiten. Du hast gegen einen gekämpft. Du weißt, wie zäh sie sind. Die meisten Synths hier hätten keine Chance. Ich konnte nicht riskieren, dass er einen von uns erwischt oder verrät, wo wir sind. Ich weiß, wie schwer es war. Und ich vergesse nicht, was du getan hast. Du hast dir bei mir auf jeden Fall einen Preis nach. Leck mich, ich habe schon Sachen von dir gekauft. Hi. Willst du was kaufen oder so? Ich habe ein paar Minuten. Ich habe schon Sachen bei dir gekauft. Willst du mich... Ah. Oder auch nicht. Der Verlässliche. Was ist das denn? Ein Tablegewehr? Her damit. 1000 nur? Her damit. Aber noch was. Sergeant Ash. Was? Oh, 20% Verrückung des Beins der Gegner, ein Flammenwerfer. Der ist auch nicht teuer, was? Alter, du hast mal geile Sachen, aber ich kann nicht mehr so viel schleppen, glaube ich. War das zu viel? War keine einzigartige Rüstung und so. Aber der Verlässliche, ich kann, glaube ich, nicht mehr viel tragen. Aber warte mal. Verkaufen wir. Unterhebelgewehr hätte ich gerne. Ja, Bärenfalle, was? Damit. Die kann man sich, glaube ich, auch herstellen an der Werkbank. Warum wiege ich denn noch so viel? Okay, die Dinger. Trotzdem macht der ganze Schrott wieder an. Boah. Nee, ich habe auch nicht so viel Schrott. Was? Warum wiege ich so viel? Wo bin ich denn? Bams. Kann ich noch schleppen? Ja. Finde ich gut, wenn die immer so einen Artikel da vorne haben. Der Verlässliche feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Ist immer nicht schlecht. Boah, die Waffe sieht aus wie Lincolns Repeater aus Fallout 3. Da war eine geile Waffe. Oder war das New Vegas? Nee, Fallout 3. Was ist denn? Auch so eine Art Gewehr. So, den kann ich wahrscheinlich nicht aufrüsten, weil ich hier keine Sachen habe. Auf einmal nur mit schwerem Gepäck eben. Warum? Warte mal, dann ist nur irgendein Mist dabei. Hallo, Dejan. Hey, was willst du? Du hast gar nichts. Also, was hier? Hallo, willst du was kaufen oder so? Klar. Gib mir Sergeant Ash. Okay. Einen Flammenwerfer habe ich sogar irgendwo zu Hause.
Dann kann ich die Mods einfach auf den drüber packen. Sergeant Ash, warte mal. VfX-Geld. Ist auch für wenig. So, ist egal. Ich habe schon die ganzen... Und noch ein Tag. Obwohl, habe ich eigentlich schon Rüstung und so? Nein, im Links, verdammt. Oh. Ich muss mal irgendwann wieder Geld fahren, habe ich das Gefühl. Hey. Sagst wohin? So, ich kann immer noch laufen, fällt mir gerade auf. Boah. Boah. Aufgepasst. Ich teile die Last gerne. Ja, dann nimmst du mal Sergeant Ash. Nur 16 Wiege zu und ich hatte genauso viel, okay. Nimm du den mal. Willst du was kaufen? Wird schon schreien, wenn ich den brauche. So. Gut, haben wir das wieder erledigt. Die Waffe will ich mal ausprobieren, aber ich habe zu wenig Munition mit dem Teil. Auch nicht gut. Wie viel zieht das überhaupt ab? Der verlässliche 77, das ist nicht schlecht. Und das mal 2, ne? Wenn die Rechnung so stimmt. Ja, wie so viel Granaten. Ich habe irgendwie voll wenig Waffen, habe ich so ein Gefühl. Ich habe voll wenig Munition, merke ich gerade. Also für mehr Löser, für nehme ich immer Munition. Sehr gut. Gut, dann können wir jetzt zu dieser einen hingehen jetzt. Ich bin jetzt zur Rede oder töte sie? Ja, die tun wir natürlich. Was hier denn noch? Also, was machen wir hier mal weiter? Suche das Laborterminal. Ich hoffe ja, können ja auch Sachen machen, ohne direkt uns für eine zu entscheiden. Aktuelle Projekte. Nebenkondensatoren. Der moderne Rücksicht. Nehmen wir es genau zur Kenntnis genommen und ignoriert. Nur die ganzen letzten Jahren, was Demas interne Energiequelle sicher aufnehmen kann. Okay. Frühere Projekte. Jetzt haben wir im linken Arm repariert. Volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt. Ja, was? Cock von Jules Vergangenheit. Erzähl Jules von ihrer Vergangenheit. Die getroffene Entscheidung breiten mir eine Konsole. Da war schon immer verloren. Aber dieses okay. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Verbindung die ganzen Quests hier stehen. Aber was muss ich da machen? Nachdem ich gebeten wurde zu untersuchen, was Jules zugeschossen sein könnte, habe ich erfahren, dass sie früher ein Sint namens Victoria war. Nach einem Unfall wurde ihr Gedächtnis ohne ihr Wissen gelöscht. Jetzt muss ich entscheiden, was ich mit diesem Wissen anfange. Okay, tun wir erstmal den Cock davon erzählen. Ich glaube, den Ding ist eine Story-Mission. Warte mal. Ist doch eine Story-Mission, oder? Da ist eine Story-Mission. Okay, wir haben da so viel. So, wo ist Cock? Ja. Ach du, die geistig Verwirrte. Ich bin von ihrem Mann. Oh. Hallo. Du hast was gefunden, oder? Okay, ja. Raus damit. Was ist los? Julie ist vorher Victoria. Sie war ein völlig anderer Mensch. Sünd. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, das ist wirklich scheiße, aber Jules das zu sagen, bringt ihr einfach nichts. Gib mir die Notiz, dann wäre das abgeschlossen. Du möchtest es einfach geheim halten? Natürlich. Das bringt keinem was. Ist das verrückt? Ja, absolut. Es ist verrückt, dass sie das einem von uns antun würden. Aber den Schaden haben wir schon. Sag es Jules, dann ist sie am Boden zerstört. Und auch dieses falsche Utopia könnte in sich zusammenfallen. Verdammt. Wir tun so... mal schauen. Passiert. Alles klar. Jules verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Ach, Unsinn. Sie verdient es, glücklich zu sein. Und das bewirkt genau das Gegenteil. Komm, gib sie mir. Und wir vergessen das alles. Tut mir leid, Cock. Das kann ich nicht. Sie muss sie mal fahren. Das wollte ich nicht. Okay, gut. Sag's ihr und sie, was passiert. Leb mit der Schuld.
Ich werde sehen, was passiert. Dann gucken wir mal. Na, was geht? Wie? Jule, ich muss mit dir reden. Alter, es geht um den Schlüssel, oder? Und das Boot. Hast du was gefunden? Was ist es? Willst du das wirklich wissen? Wenn du das so sagst, erzähl es mir. Die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Wer bist du? Warum bist du in diesem Gespräch mit dabei? Guck mich nicht so an. Jule, hätte Faraday dich nicht gerettet, zum Teil. Ist er tot. Aber um das zu tun, musste er dein Gedächtnis löschen. Was? Ich... Also irgendwie wusste ich es schon. Ich wusste, dass diese Leute, die sich meine Freunde nennen, angeblich helfen wollten. Was haben sie mir angetan? Und wer zum Teufel gibt ihnen das Recht zu entscheiden, dass ich nicht mehr ich bin? Ich habe nicht darum gebeten. Wollte es nicht. Hier ist es genauso wie überall. Man wird die ganze Zeit nur verarscht. Tja, das war's. Ich hör auf. Du kannst meine Sachen haben. Das bedeutet mir nichts mehr. Im Keller steht eine Truhe. Damit öffnest du sie. Ich verschwinde hier. Okay. Sonst hat das gefallen. Sehr gut. Hier was gefallen im Sinne von Sins. Da sagst du jetzt auch noch irgendwas? Oder? Was ist denn? Wo ist er denn jetzt? Wo ist der Cock? Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als du. Man kann niemandem trauen. Niemandem. Ja. Willst du was kaufen oder so? Hey. Brauchst du was? Der sagt einfach gar nichts dazu. So. Im Keller ist eine Truhe. Ja, Keller. Geil. Das sagt mir natürlich viel. Hast du schon etwas gefunden? Keine Ahnung. Noch nicht. Also, warte mal, uns erstmal Level up. So, was nehmen wir denn? Das ist mal eine gute Frage. Was nehmen wir denn mal? Blutiger Tod, du verursachst jetzt plus 50% mehr Schaden im Kampf. Das ist immer schon nicht schlecht. Einundsiebzig, zwölf, hundertzehn. Das ist doch nicht schlecht. Na, glaube ich 77, jetzt hat er 80. Geil. Aber soll mehr Schaden, ne? Warte mal. Der nächste. Wenn ein Gegner explodiert, können Gegner in seiner Nähe dasselbe Schicksal erteilen. Das ist doch mal geil. Aber ich will erstmal nur den Schaden. Warte mal, ist das der hier? Nö. Also, jetzt muss ich erstmal die blöde Kiste hier finden. Lanze. Muss bitte auch noch die. Aufgepasst. Warum kann ich dich manchmal nicht anreden? Dance? Hast du mir was zu sagen? Dance. Okay. Pauline Dance. Warum soll ich mal Dance? Im Keller ist eine Truhe. Ja, super. Keller, wo? Arcadia ist weit genug vom Institut entfernt, damit wir uns keine Sorgen machen müssen. Ja, jetzt haben wir zwei Missionen erledigt. Jetzt sind wir schon wieder sehr gut dabei. Das kommt als nächstes: Pumpenregulator. Ja, so viele Orte sind sowieso nicht mehr übrig, das ist ja schon mal gut. Na komm, hier. Muss ich ihr irgendwie was sagen? Kazumi. Hast du schon etwas gefunden? Also ganz kurz. Ich habe Dimas früheste Erinnerung gefunden. Er manipuliert die gesamte Insel. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass ich falsch liege. Aber ich wusste, da ist was. Weißt du, wieso er es getan hat? Ich glaube, er will nur Frieden für die Leute auf der Insel, auch wenn das heimliche Kontrolle bedeutet. Er will also nur das Beste für alle? Sollten wir ihm helfen? Ist Arcadia es wert, gerettet zu werden? Hier leben gute Menschen, Syns. Arcadia wird retten.
Ich muss darüber nachdenken, Kasumi. Wir beide müssen das. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Wie auch immer du dich entscheidest, denk daran, dass hier Unschuldige leben. Ganz gleich, was Dima getan hat. Oh, okay, danke. Slave Boy, haut's jetzt ab. Hey, Kasumi? Komm wieder, wenn das alles vorbei ist. Ich muss über einiges nachdenken. Nach Hause. Wo ist der verdammte Keller jetzt? Bin hier im Keller, noch tiefer geht es nicht. Noch beim Keller, da liegt irgendwo eine Truhe. Bitteschön, tschüss. Oh. Bewartet jetzt hier den ganzen Part noch, damit hier so eine blöde Truhe zu suchen, ne? Weil man sieht ja nicht irgendwie so aus, als wäre irgendwie hier alles, keine Ahnung, für jemanden so zugeschnitten. Oh. Ist nicht direkt im Vorrat. Wenn Dima nicht wäre, wären die meisten von uns jetzt wohl tot. Ah, warte ab. Kann auch nur da sein unterm. Irgendwo eine Truhe. Ich werde ja wohl erkennen. Wäre da jetzt nichts Vernünftiges drin? Stimmt nur so. Weiß ich nicht, so nur nach 15 Zeugs. Arcadia ist weit genug. So, mal in die Aufnahmen gleich gucken. Vielleicht hat ja irgendwo gesagt. Eine bestimmte Art. Bestimmte Art oder Ort, wo das sich das befindet. So, jetzt hier schon wieder vollkommen umsonst alles ab. Kann ich mir so viel mitnehmen, verdammt. Muss mal Sachen wieder ablegen. Na los! Wo ist die verkackte Truhe? Schön, dass wir im selben Team sind. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Ja, finde ich auch. Lieb mich gefälligst. Gib mir deine Fähigkeit. Hier ist die einzige Truhe, die ich kenne. Wahrscheinlich ist das irgendwie so eine geöffnete Truhe oder so, die man aufschließen konnte und. Weiß ich, der Schlüssel hat noch einfach gemacht. Aber ich glaube, ich suche da offscreen nach. Keine Ahnung, ja, weiter. So blöd, den Dings zu finden. Gehen wir noch zu der Ketzerin. Willst du was kaufen oder? Keine Ahnung, wie sich das Ding befindet. Ah, hey. Was in ihr Garten? Was ist? Oh, raus, hier, gehen wir zu der einen. Versuche so vielen Leuten wie möglich zu helfen, bevor ich irgendwie was Großes mache. Und dann greift mich das Institut an. Ich werde mich auch irgendwie zufällig irgendjemand angreifen oder was machen, ne? Er kotzt mich so an. Achso, ich dachte, da fliegt Video oder so. Okay. Dejan ist ja jetzt erledigt, dann können wir das machen. Wow. So, jetzt einen Moment. Ich kann da gar nicht weiter nach rechts bewegen. Ich denke mal, das stürzt voll ab. Kann ich da nicht bewegen? Hallo? Okay. Wir müssen hier fertig werden mit dem Dingens Fahrhaber. So viele Sachen, die wir im Ödland hier erkunden können. So, komm her. Missionen werden weniger. Du bist jetzt als nächstes dran. Boah. Gegners. Halt! Gwyneth? Das ist ein heiliger Ort. Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts?
Kinder des Atoms wollen dich tot sehen. Du musst aufhören, ihre heiligen Stätten zu schänden. Das geht nicht. Ich habe eine Aufgabe, die größer ist als ich selbst. Und jedes Opfer wert. Die Kinder des Atoms wurden von Marten getäuscht, von Tektis. Das alles ist eine verlogene Heilsbotschaft. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, dass Atom nur ein winziger Fleck im Nichts ist. Das Nichts ist die wahre Natur der Existenz. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein riesiges, leeres Nichts, wie ein Nachthimmel ohne Sterne. Ich weiß, dass es schwer zu akzeptieren ist, aber du musst es genauso tun wie die anderen. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Du kannst nicht klar denken. Und wenn du diesen Wahn nicht besiegst, wird dich das das Leben kosten. Das geht so nicht weiter, Gwyneth. Meinst du, ich wollte... Hör auf mich, ich habe Ahnung von Religion. ...meine Familie verlassen? Aber jetzt, ich bin zu weit gegangen. Du bist hier ganz allein. Vermisst du deine Brüder und Schwestern im Nukleus nicht? Ich weiß, dass sie für dich wie eine Familie sind. Natürlich. Sie fehlen mir unheimlich. Ich war noch nie auf mich allein gestellt. Wenn es eine Chance gäbe, dass sie mich wieder aufnehmen. Aber ich bin eine Ketzerin. Mein Leben ist verwirrt. Wenn du hier bleibst, bist du so gut wie tot. Du musst runter von der Insel. Und darfst nie zurückkommen. Ich würde mich dem Willen des Menschen widersetzen, ließe ich meine Aufgabe unerfüllt. Und das werde ich niemals tun. Ich werde die Botschaft des Nichts verbreiten und den Kindern des falschen Gottes ihren Irrglauben aufzeigen, auch wenn es mich das Leben kostet. Also gut. Hoffentlich gibt es hier was Nützliches. Nur Müll. Was für eine Zeitverschwendung. Mein Gott. Warum muss ich erst meine... charmanten Klamotten, da ist gepfiffen. Muss ich erst meine charmanten Klamotten hier anziehen, bis du auf mich hörst? Habe ich die überhaupt dabei? Nö, verdammter Dreck! Oh. Irgendwas, was mein Charisma erhöht. Delio, das sinkt mein Charisma. Gott verdammt. Schwester Gwyneth. Tu, was du tun musst. Ich habe mich entschieden. Oh. Kann ich mal eine Chance hier irgendwie sie zu überreden? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Oh, willst du mich verarschen? Geh weg von hier. Gwyneth? Ich habe meinen Weg gewählt. Oh, ey, sind die blöden. Okay, dann. Ach ja. Lanz, gib mal deinen Big Boy. Brauchst du was? Ich muss sowieso zum Öl dann zurück und meine Sachen einlagern. Will ich verarschen? Ich hab dir nichts mehr zu sagen. So, hier hast du genug Atomen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ja, meine charmanten Klamotten holen, damit ich sie irgendwie überreden kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.